Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir sind hier immer noch im Endspurt. Deswegen wird es gerade so durchgezogen. Ja. Ich habe immer noch ein... Dunkel, hell, dunkel. Ich habe immer noch so ein bisschen kratzigen Hals. Zieht es jetzt alles durch am Tag nach der Geburtstagsfeier, bei der ich gestern war. Hab schon so richtig Bock auf Synchronisieren der Charaktere hier im Spiel. Weil ich weiß, auch mindestens zwei treten auf, die meiner Stimme nicht so gut tun werden. Easy. Warte mal. Jetzt will ich mal eins ausprobieren. Witzig, das funktioniert. Oh, so hätte ich auch hier hochgekonnt, oder? Ja, Tatsache. Sowas amüsiert mich, wenn sowas funktioniert. Jetzt kommen wir darüber. Wir können es uns sparen, irgendwie oben versuchen, an den Itemblock ranzukommen, weil. Ja. Können wir ja eh nicht mitnehmen. Wir sind voll. Das sieht mir aus, als könnte ich hier was mit Aerona wegpusten. Ha, Tatsache! Von diesen Bodenplatten hatten wir echt wenige zum Zerstören, fällt mir auf. Das war in Paper Mario 1 ein bisschen mehr. Ach du Kacke. Na gut, wenigstens funktioniert es hier in Paper Mario, nicht so wie in Tales of Symphonia. Das ist ja so eine Rätsel, wo du so präzise laufen musstest, ja, einfach nur ätzend waren wegen der unpräzisen Steuerung. Sorry, Aerona, aber... Ne. Auf die Schnauze. Und weg mit dem Magimech. Ja, und ich muss halt echt bei Gelegenheit mal wieder Minzfrisch einsetzen. Okay. Okay, das hat eine sehr hohe Zeit. Ein Palastschlüssel. Das ist die Sache, wo können wir den einsetzen? Ich glaube, irgendwo war eins hier dieser hinteren Gitter durchlässig, dass man da hochlaufen, also dass man da hinter die Gitter kann und hochlaufen. Aber hier sah es nicht danach aus. Ja. Hi. Habt ihr übrigens einen Lebenspilz liegen sehen, aber brauchen wir ja nicht. Haben wir ja. Wir sind ja voll. Ich setze jetzt mal wieder einen Minzfrisch ein. Rein in den Giftpilz.
Ja, es macht einem Hinteren keinen Schaden, oder? Ja. Scheiße, das habe ich vergessen. Oh, armes Yoshi. Na, da habe ich jetzt nur reingeschissen. Das war jetzt echt nicht gut von mir. Da sind noch zwei davon. Wo geht's denn hier rechts lang? Hallo. Tschüss. Okay, wie viel kostet der Straßenfeger? Erster Angriff kostet einen. Straßenfeger 5, na gut. Versuche ich dran vorbeizulaufen. Ja, und jetzt muss ich wahrscheinlich bis an eine Wand hinter. Genau. Ah, jetzt kommt das. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt werde ich mir aber ein bisschen von der Synchronisation sparen, kneifen. Weil das könnte jetzt echt ätzend für meine Stimme werden und das packe ich, glaube ich, nicht. Es ist irgendwie unheimlich. Wo sind wir nur? Gibt es hinter einen Sternsplitter? Das wäre so witzig, wäre hier irgendwo noch ein Sternsplitter versteckt. Oh, er? What? Na gut. Jetzt fester. Sei gegrüßt, Mario. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Dieser Kerl muss der Anführer unserer Gegner sein. Vollkommen korrekt. Man nennt mich Crucius, den Anführer des Geheimbundes der Crucionen. Und ich möchte euch mit meinem zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Ihr habt für uns die Sternjuwel gesucht. Was? Das letzte Sternjuwel vom Mond ist dann also? Jetzt kommt endlich die späte Einsicht. Uns alle Sternjuwelen von euch zu holen. Das schien uns viel zu umständlich zu sein. So haben wir euch das letzte Sternjuwel einfach überlassen. Und ihr habt für uns das Äonentor geöffnet. Wir haben das Juwel absichtlich diesem unfähigen Kretin Crucillus anvertraut. Er hatte davon natürlich keine Ahnung. Es war also von Anfang an egal, wie der Kampf auf dem Mond ausgeht. Auf meine Pläne hatte das keinerlei Einfluss. Nun, eigentlich sollte euch das Schattentrio gefangen nehmen. Aber diese Nieten haben völlig versagt. Aber gut, dann werde ich euch eben selbst den Chaos machen. Mario, nimm dich in Acht. Er scheint ein ganz gemeiner Kerl zu sein. Sobald ich euch erledigt habe, ist der Weg zum Schatz frei. Und ich, Crucius, werde der größte aller Herrscher aller Zeiten sein. Den werden wir schon zeigen, Mario, oder? Passt auf, es geht los. Jeder, der es wagt, meine Pläne zu durchkreuzen, wird liquidiert. Ich werde euch zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Der hat nämlich seine eigenen Kruzimaten. Crucitector. Das ist ein Crucitector. Crucitectoren sind magische Items, die Crucius schützen. So stark sind sie ja nicht. Aber mit der Zahl der Crucitectoren steigt Crucius' Verteidigung.
Hatte 4 Kruzidektoren. Das Kruzis gegen alle deine Attacken geschützt. Also musst du Kruzis und die Kruzidektoren gleichzeitig schädigen, klar? Okay, bei ihm bin ich abgerutscht. Au. Dann machen wir das doch. Und tschüss. Ich krieg den Ultrasprung nicht hin, ne? Au. Und das kriege ich halt auch nicht verteidigt. Das ist er, Crucius, der Anführer der Crucionen. Dieser Kerl hat Peach entführt. Er schützt sich mit Cruzitektoren, die seine Verteidigung erhöhen. Außerdem verfügt er über Feuerattacken und verschiedene Arten von Magie. Besonders gruselig finde ich, wie ernsthaft er sich gibt. Aber kümmere dich nicht darum, was ich hier sage. Mach den Kerl fertig und dann suchen wir weiter nach Prinzessin Peach. Konter direkte Angriffe. Also setze mal einen Powering ein. Wichtig ist ja eher, dass ich ihm Schaden mache mit dem Powering. Als den Kruzitektoren, weil die kriege ich zu einer Barbara weggegrillt. Bis jetzt habt ihr mir nichts als Ärger bereitet. Aber jetzt reicht es mir. Nice. So, du gibst eine Show-Einlage. Ich lasse nicht zu, dass ihr meine Pläne vereitelt. Wie gefällt euch das hier? Ach, na warte. It's hammer time. Oh, ich muss kurz pausieren, die Karte knistert hier. So, weiter geht's. Schade, Decken daneben. What the fuck?
Ja, gut, Barbara ist tot. So, aber kurz ist es jetzt auch tot. Oh, verflucht. Du bist stärker, als ich dachte. Aber das macht gar nichts. Und für diesen Fall habe ich Vorbereitung getroffen. Was? Schaut gut her. Wo bin ich? Mario! Prinzessin Peach? Wenn ihr euch auch nur einen Schritt rührt, gab es meine Prinzessin Peach. Wie abscheulich. Und nehmt das! Mario! Und nochmal! Aber... Mario! Und nun, Mario, sollen wir uns nicht irgendwie verteidigen? Nö. Was tuschelt ihr da? Na gut, ich werde euch den Gnadenstoß versetzen. Was ist das? Uah. Bowser! Was war denn das? Diese Decke hält aber auch gar nichts aus. Schwerkräftigkeit, ist alles in Ordnung? Na, was macht denn ausgerechnet Mario hier? Und sogar Prinzessin Peach ist hier. Ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber das ist die einmalige Gelegenheit. Mario, ich werde dich besiegen. Dann gehören Prinzessin Peach und der Schatz mir. Ich fasse es nicht. Dieser Boss hat ja uns ja gerade noch gefehlt. Du siehst ein wenig angeschlagen aus, Mario. Heute mache ich dich fertig. An den Bowser-Kampf konnte ich mich noch erinnern. Kein Finale ohne Bowser. Und wenn ich dich erledigt habe, wird die Prinzessin endlich mir sein. Mir sein, jawohl. Das ist dein Ende, Mario. Preisfrage, habe ich den Stachelschildorden noch? Ich habe das bewusst mit Barbara gemacht, auch wenn ich sie gleich austausche. Wobei... Noch einmal beide anzünden. Ich bin heute mal wieder in Bestform. Weiter so, eure Heißartigkeit. Das ist Kami Koopa, eine alte Hexe, die treu an Bowsers Seite steht. 50, jawohl. Im Kampf verwendet sie eine Menge hinterlistiger Zauber, um dir zu schaden. Unter anderem beherrscht sie auch einen Zauber, der als KP Plus wirkt. Vielleicht sollte sie sogar noch vor König Bowser in die Mangel nehmen. Die Arme. Bestimmt hat Kami Koopa oft harte Zeiten mit König Bowser. Oder hat Bowser unter Kami Koopa viel mehr zu leiden? Nicht darauf geachtet, wie viel Verteidigung sie hat. Ich glaube keine, so wie es gerade aussah.
Au. Ich hoffe mir einfach, dass Barbara mir jetzt nicht wieder drauf geht. Na, ne Münze, schade. Armer Cooper. Ich hatte vergessen, wie stark du bist, Mario. Ja, schön, wie sich die alte Hexe heilen kann. Während sie unangreifbar ist. So, mal wieder ein super Fit. Weil es ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen verschwendet. Ich brauche die BP. Na, scheiße. Vor allem 3 BP bisher. Bitte ein paar mehr Blüten jetzt. Na, 14. Das geht. Das kann nicht wahr sein. Nice. Ich riskier's. Kann ja danach immer noch zum Herzblock gehen und meine BP auffüllen. Ja, scheiße. Au. Danke. Nein! Sad life. Oh, ihr Kampfwütigkeit, vergib mir. Und besiegt von einem Koopa. Level up. Wollte jetzt auch nochmal in OP investieren. Damit ich mir dann den nächsten Kraftplus on reinholen kann.
Wie konnte ich nur verlieren? Oh, das war ziemlich knapp. Jetzt ist der Fall erledigt. Gehen wir schnell die Prinzessin retten. Oh, kurz ist es nicht mehr da. Ah! War das nicht Prinzessin Peach? Oh, na fast. Fast die richtige Stimme getroffen. Ja, ich gehe trotzdem nochmal zum Herzblock, weil, ne, das Level Up heilt ja nur den aktiven Mitstreiter und nicht alle. Das ist so dämlich. So, jetzt sollte es aber tatsächlich langsam zum letzten Kampf kommen. Ah, hier ist auch nochmal ein Herzblock. Ultrapilz finde ich auch gut. Aktive Orden. BP Plus kommt raus. So, Kraft Plus oder Kraft Plus P ist jetzt die Frage. Oder KP Plus P. Versuch's vielleicht erstmal mit Kraft Plus. So, dann. Daneben brauchen wir nicht. Herzlein kann ich, glaube ich, nicht mit reinnehmen, oder? Nee, das kostet 2. Mist. Ja, dann nehme ich den Powerhauer. Und hat die olle Anti-V-Hieb. Hat die olle Verteidigung. Ich probiere es mal so. Weil beim letzten Kampf weiß ich, dass der knackig ist. Bei Loviata habe ich es nur gehört, aber der letzte Kampf, da weiß ich, dass der knackig ist. Was haben wir hier drin? Nochmal ein Lebenspilz? Ne, nochmal ein Gelee Royal. Oh. Wie bedauerlich, Mario. Du bist ein wenig zu spät. Oh, lol. Und ich bin ein wenig zu lang. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.